blaue Lotuswein. Der blaue Lotuswein wurde bereits im alten Ägypten, welches eine atlantische Kolonie war, zu spirituellen Ritualen, unter anderem als Aphrodisiakum genutzt. Um den Lotuswein herzustellen, werden ca. 10 bis 20 Gramm der blauen Lotusblüten in ungefähr einem Liter Wein eingelegt. Damit sich die im Lotus enthaltenen Stoffe im Alkohol des Weins lösen können, sollte man den Ansatz ca. eine Woche stehen lassen. Eine genaue Vorgabe gibt es hierbei allerdings nicht. Die Wirkung des blauen Lotus kann als euphorisch sowie beruhigend zugleich beschrieben werden. Ebenso wirkt er traumfördernd und bei geschlossenen Augen können in manchen Fällen kaleidoskopähnliche Muster erkannt werden. Die beiden Hauptalkaloide des blauen Lotus sind Apomorphin und Luciferin, wobei letzterem auch eine leicht aphrodisierende Wirkung nachgesagt wird. Der blaue Lotus, welcher eigentlich kein Lotus, sondern eine Seerosenart ist, kann alternativ auch geraucht oder als Tee zubereitet werden.